Mein Name ist Claudi. Ha, natürlich, ich erinnere mich. Dich könnte ich doch niemals vergessen. Muss ja irgendjemand zum Mobben haben, ne? Also dann, ich träume die Puppe rein für dich, warte eben. Die kleine Stinkmäuschen hier. Sie hat mir ja gestern angeboten, dass ich für sie kochen soll und Essen einkaufen und auch alles wieder sauber machen, weil, ne, es wäre ja eine Ehre sozusagen, das für sie zu tun. Das war jetzt ein sehr, 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 sehr merkwürdiger Heiratsantrag, ne? Die Ash. Ich komme immer noch auf keine 35.000. Ah ne, 45.000 sind es ja. Ja, ja, das ist... Ponderosa Bonsai habe ich bestimmt schon. Die Süße. Lauli, ich bin ein wenig müde, aber ich lächle trotzdem. Ach, ich habe heute Kakerlaken in meinem Haus entdeckt. Wie widerlich. Das nächste Mal, ade. Bebige Grüße, Susi. Kakerlaken im Haus, geh lieber. Hat die Maus Kakerlaken, ne? Also, wer ist jetzt der größere Schädling? Der Mikey. Hallo Claudi, gibt's dich noch? Ich wollte nur mal nachfragen. Hast du das hier verloren? Nein? Bist du ganz sicher? Hm. Nicht mehr lesen. Brief fertig. Grüße von Mike. Ah, der, das ist so ein Krummeliger. Den hätte ich eigentlich ein bisschen düsterer schwitzen müssen. Aber er hatte einen rosa Brief. Da hatte ich gleich irgendwie so ein ganz beschwingtes, positives Gefühl, ne? Was ist das? Ein Öko-Outfit. Was ist das denn? Okay, Lilla. Muss ich nicht verstehen, oder? Wem könnte ich denn bitte schön das Gras-Outfit schenken? Vielleicht der Kuh. Hey, guten Tag. Ich bin heute total überdreht. Und du, bist du gut drauf? Geht's dir gut? Oh ja, wirklich super, in Ordnung. Cool, ja. Yeah. Genial, mir da recht super süß, spitze weiter so. Wow. Gehst du mir Arbeit? Mal nachdenken. Nein, mir fällt nichts ein. Mir fällt sogar überhaupt nichts ein. Bis nächstes Mal. Dabei. Ich weiß nicht, ob ich das Ding habe. Sieht aus, als hätte jemand Melonen gegessen und sich damit, ne, also selbst total verschmiert. Also, es sieht eher nach Melone oder Erdbeer aus, statt Blut. Also von daher ganz, ganz in Ordnung. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ist ja ein Kinderspiel. Kid. Ich glaube, die hatte ich noch nicht. Witzig. Ich dachte nämlich eben,
Ist es jetzt ein neues Geräusch oder nicht? Nein, nein, ist ein ganz altes Geräusch. Hab ich bestimmt schon. Ja, nee, dann scheint doch nicht. Ich würde ja glattweg behaupten, oh, es ist mir total aufgefallen, deswegen, ne? Aber irgendwie was. So ein Mittelding. Guten Abend. Ich habe dich heute tagsüber nicht gesehen, oder? Ja. Warst du dermaßen beschäftigt, dass du keine Zeit hattest? Ja. Mich für einen kurzen Moment zu besuchen. Brr. Nee. Du kannst mich nicht vergessen. Brr. Das darfst du nicht. Übrigens, brauchst du irgendwas? Brr. Ich brauche Arbeit. Ich enttäusche dich nur ungern, aber ich habe wirklich keine Arbeit für dich. Brr. Ah! Autsch, mich hat eine Mücke gestochen. Menno, das juckt. Ja, ich habe zurzeit auch wieder so einen Neurodermitis-Schub. Ich habe keine Ahnung, wodurch es kommt. So richtig Stress. Sagen wir mal so, nicht bewusst Stress. Ich war der Meinung, dass ich mit dem Stress, den ich sozusagen durch Dritte habe, beziehungsweise meine Empathie ist ein bisschen zurzeit halt gefordert, weil andere Stress haben und ich irgendwie ja nicht wirklich mitleide, aber halt, ne, mich das auch beschäftigt. Dachte ich eigentlich, ich käme damit ganz gut klar, aber anscheinend ist es doch ein bisschen zu viel. Oder es liegt tatsächlich nur an dem Wetter. Das, deswegen... Ja, nee, eigentlich da kann es auch nicht liegen, weil so richtig heiß ist es ja nicht. Wenn es richtig heiß wäre, hätte ich gedacht, oh ja, das sind Hitzepickel, aber es ist, Oder es ist tatsächlich etwas zu essen, was ich in den letzten paar Tagen hatte, was ich sonst ewig schon wirklich ewige Zeit nicht mehr hatte, dass es daran liegt. Ich kann es nicht wirklich festmachen, woran genau. Es ist halt nur, dass es juckt wie Sau. Und solange es noch juckt, ist es ja gut, weil wenn es anfängt zu brennen, das ist richtig unangenehm. Also ich hatte mal Neurodermitis-Schübe, in den Ellenbeugen. Das war richtig eklig, weil da hast du dich, weil es so gebrannt hat, hast du sie unter die Dusche gehalten, unter das kalte Wasser. Und das hat für eine Sekunde hat es gut getan, aber gleichzeitig hat es irgendwie noch viel schlimmer dadurch gebrannt im Nachhinein. Weil, ich meine, Wasser ist zwar neutral, aber wenn du irgend so ein entflammtes Neurodermitis-Schübchen hast, dann hast du richtig Spaß. Das ist aber zum Glück ewig nicht mehr gewesen. Also normalerweise ist es einfach nur unangenehm. Oder halt, es sind vor allen Dingen die Stellen, wo es dann unangenehm ist. Bei mir ist es meistens sehr, sehr verdeckt. Das war dann halt, ne, in der Schulzeit konnte man es gut verstecken. Weil, so nett die Schulkollegen auch waren, manchmal waren sie halt doch Arschlöcher. Es hatte nämlich zum Beispiel, ein Lehrer hatte das auch an der Hand. Und, der hat immer so hinter am Rücken, haben sie dann immer so einen Mist getuschelt, ne, am Kerl. Und ich gehe davon aus, dass es Neurodermitis war. Ich habe ihn zwar mal drauf angesprochen, weil mir dieses hinter dem Rücken auch ein bisschen zu blöd war. Andererseits wollte ich dann auch... Mich hat es tatsächlich interessiert, weil ich ja eben an so einem ähnlichen Ausschlag litt, was er dagegen macht. Weil, ja, bei uns war das halt mehr so... Von Allergologe zu Allergologe geschleppt und Tests gemacht und woran könnte und ja, wir wissen nicht und generell gegen Pilzsporen allergisch, ja toll, gegen Pilzsporen kannst du nichts machen, es sei denn du lebst im Vakuum und das ist dann mit dem Atmen ein bisschen schwierig. Das war knapp. Aber ich war halt noch nicht so gut im Reden, dass ich das hätte richtig rüberbringen können, dass ich mich eigentlich wirklich nur dafür interessiert. Aber er hat ganz recht souverän reagiert. Und
Aber es war ihm halt, ja. Er hat es so schon ein bisschen versucht abzuwiegeln. Also richtig Info habe ich dadurch auch nicht bekommen. Aber ich habe auch nicht wirklich mit der Sprache rausrücken wollen, weil da noch ein paar Schulkollegen da waren, die halt blöd reagiert haben. Da habe ich dann mich nicht so richtig getraut. Na egal. Auf jeden Fall, es juckt im Moment wie doof. Und ich kann es auch nicht lassen, dann zu kratzen. Ne? Das ist natürlich auch nicht so sonderlich schlau. Hey, wie geht's? Hör mal, ich hab mich gefragt. Hast du dich inzwischen mit jemandem richtig angefreundet? Der fragt die ganze Zeit, ob ich ihn nicht sozusagen aus der Stadt entlasse. Und gleichzeitig fragt er mich, hast du dich gut angefreundet? Also er möchte mich nicht wirklich alleine zurücklassen. Das muss man schon da rauslesen können. Ne? Also, das ist, ne? Also, wenn ich jetzt halt einen Minderwertigkeitskomplex hätte, würde ich dann sagen, nein, geh nicht weg. Aber nein, er sorgt sich schon um mich. Also er hat mich doch lieb. Ne? Also, ja. Wirklich prima. Es ist wahr. Lieber einen netten Nachbarn nebenbei als einen... Ah, nahebei, nicht nebenbei. Als einen Bruder, der weit weg ist. Ja, der Spruch ist Mist. Das wissen wir schon. Ja. Was kann ich für dich tun? Ich hasse Hilfe nötig. Was braucht man am nötigsten zum Überleben? Was hält den Körper gesund und den Geist aktiv? Ist das eine Fangfrage? Soziale Interaktion, würde ich sagen. Weil ohne das würde ich blöd werden im Kopf. Luft? Sehr witzig. Nein, ich rede von Essen. Ja, gut, okay. Das sind jetzt die niederen Dinge, die man halt braucht. Energie, Zufuhr, das ist schon klar. Apropos, ich hätte gern einen Pfirsich. Ah, einen Pfirsich hättest du gern. Das macht gar nichts. Ich habe irgendwo welche, ich habe nur keine Ahnung wo. Ich habe extra so angeordnet, dass es so spezielle Bereiche in der Stadt gibt, wo ich die pflanze. Und dann am Ende habe ich es doch irgendwie durcheinander gemacht. Ach, guten Abend. Du musst einen langen Tag gehabt haben. Bebe. Bitte, es geht jetzt erst los, Bebe. Grundgütiger. Übrigens, brauchst du irgendwas? Ich will einen Job. Ich enttäusche dich nur ungern, aber ich habe wirklich keine Arbeit für dich, Bebe. So, Pfirsich. Also da am Steg müssten Pfirsiche sein. Pfirsiche und Birnen waren, glaube ich, am Steg. Ich muss dran denken, dass mir keiner die Abendzikade aus den Rippen leiert. So, habe ich überhaupt noch Platz? Jo. So. Hier ist ein Pfirsich. Einmal hatte ich Neurodermitis-Schub an der Augenlider. Das war richtig spaßig. Wachst morgens auf und kriegst die Rotzaugen nicht auf. Das war unangenehm. Ich hab da was Flatteriges für dich. Nee. Das ist schön. Nee. Eine Abendzikade. Sie gehört zu den Insekten, die ich ertragen könnte. Ihr Gesang ist zu ergreifen, voller trauriger Sehnsucht. Er ist wirklich sehr schön. Trotzdem verspüre ich kein Verlangen, eine davon zu berühren. Gott bewahre. Wir abstoßen. Der Gedanke allein lässt mich erschaudern. Bei uns war mal in der Küche war mal eine Libelle und die flog da umher und ich meine, die sind ja relativ groß
Und die Mädels haben angefangen, wie am Spieß zu kreischen. Und mein Vater und ich, ne, so, was zum Geier geht mit euch ab? Wir waren doch sehr verblüfft. Die sind relativ ruhig. Ich dachte, die Abendzikade würde dann auch hier zirpen. Ah doch, sie zirpt. Ja, doch, es klingt ein bisschen traurig. Kann das sein? Ja, doch, irgendwie könnte man das tatsächlich vermuten, dass jemand darauf kommt. Entschuldigung. Ja, sorry. Wo waren wir wieder bei Schädling? Iba. So, was haben wir denn hier? Conny! Conradius! Konikowski! Bisu! Da Bisu! Komm mal näher, mein Freund! Ich hab da was für dich! Egal, du willst doch sicher irgendwas. Also, Upside! Upside! Claudi, du bist ein Star! Ja. Ich kann es noch gar nicht fassen, dass du mir extra einen Pfirsich gebracht hast. Dafür bist du extra in eine andere Stadt gereist. Ja, klar. Das ist sagenhaft. Ich bin kein Schmarrer. Ich bezahle dir für deine Arbeit. Hier sind... Ich hätte 500 Sternis dafür bekommen, oder? Das ist es. Wäre mir gar nicht aufgefallen, wenn er einfach nur einen feuchten Händedruck gemacht hätte und gesagt hätte, danke. Aber jetzt, wo er mir Geld zurückgibt, fällt mir sofort auf, dass es so wenig war. Ich bin dir so dankbar. Du hättest damit auch zu Tom Nook gehen und viel Geld damit mal verdienen können. Ja, aber du bist mein Schatzi. Mein Schatzi. Schatzi Pupsi. So, Dachchen. Hey, du bist Claudia. Ja, schon ganz stark geschlafen, hä? Nun, jeder hat seinen eigenen Lebensstil. Der eine ist besser als der andere. Oh Gott, der Sack. Hey, warum sprichst du überhaupt mit mir? Gibst du mir Arbeit? Mal nachdenken. Nee, ich hab nichts, das erledigt werden müsste. Versuch später nochmal. Also nicht, dass ich jetzt darum traurig wäre, weil mein Hirn ist sowieso mit der Kapazität ein bisschen überfordert mit mehr als zwei Aufgaben. Es ist schon 17 Uhr. Wie kommt es, dass ich dich jetzt erst sehe? Ehrlich, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich warte von jetzt an, dass du jeden Morgen vorbeikommst und mich über dein Leben informierst. Oh Gott. Du bist auch so ein Twitter-Junkie, oder? Oder Instagram, oder wie der Käse heißt, ne? Ich habe noch nicht mal in der Jugend es hinbekommen, mehr als zwei Tage lang ein Tagebuch zu führen. Weil in meinem Leben nichts Interessantes passiert ist, dass ich da hätte reinschreiben können. Was kann ich für dich tun? Hilfe nötig. Weißt du, was ich an Briefen so toll finde? Die Tatsache, dass man sie immer wieder lesen kann. Ich halte die Briefe, die ich von meinen besten Freunden bekomme, immer auf. Sie sind wie kleine Umschläge voller Freude. Ich hoffe, jemand schickt mir bald auch einen Brief. Ja, wink beim Zaunpfahl, ne? Hallo, wollte gerade sagen, ne? Wenn die Uhr 17 schlägt, dann muss ich schnell etwas zu essen haben. Zu essen haben? Essen würde doch groß geschrieben, oder? Dir geht's gut? Dir geht's genauso, oder? Nö, 17 Uhr. Ab 16 Uhr ist die Küche zu. Gut, das ist gut. Dann bin ich nicht der Einzige. Worum geht's? Hast du Hilfe nötig? Was? Du möchtest mir helfen? Das ist wahre Nachbarschaft. Da kann ich schlecht ablehnen. Ich glaube, Julian hat mein Kinderbuch. Könntest du mal hingehen und nachsehen? Ich würde ja selber gehen, aber ich habe zu tun. Alles sehr wichtig, leider. Wer ist denn Julian? Also, wie sieht's aus? Kannst du mir helfen? Abgemacht. Ja, das war's dann wohl. Ich zähle auf dich. Wer ist denn Julian? Jemand in einer anderen Stadt?
Ist das die Katze? Ich hatte irgendwie eine Katze jetzt gerade im Sinn, aber den hatte ich total vergessen. Ups. Huch. Sorry. Keksi! Du blinden Hund. Mal sehen, du bist, nein, sag nichts. Clowny, richtig? Mann, wenn ich um diese Nachtzeit unterwegs bist, musst du völlig verpennt haben. Boah. Gut, was gibt's? Boah. Ich will einen Job. Oh ja, ich könnte gerade wirklich ein wenig Hilfe brauchen. Kannst du diesen Futterbrat für mich zu Niki üben? Och, der ist nicht mehr in der Stadt. Definitiv nicht mehr in der Stadt. Weißt du, warum ich das nicht selber mache? Weil Niki nicht mehr in Utgard wohnt. Ich komme nicht viel rum, aber ich weiß, dass du gerne reist und habe gehofft, du würdest mir helfen. Geht das? Ja, ja, alles. Ja, das war's dann wohl. Ich ziele auf dich. Boah. So, gehen Sie mal da weg. Hey, pass auf, Fritzi! Ach, Fritzi, wenn ich diese blitzschnellen Reflexe nicht hätte, wärst du mich näher reingerannt. Das ist verrückt. Hey, es ist Claudi. Sei von jetzt an etwas vorsichtiger, okay? Locken. Hey, wolltest du etwas locken? Brauchst du was? Ja, perfektes Timing. Ich suche gerade jemanden, der mir einen Gefallen tut kann. Locken. Julian hat schon seit Ewigkeit mein Kinderbuch. Ach, der bunkert mehrere Kinderbücher. Susse. Bestimmt hat Julian das total vergessen. Zumindest habe ich meine Winke mit dem Zaunpfeil nicht geholfen. Dabei waren es eher Laternen als Zaunpfähle. Ich frage nur ungern, aber kannst du mich vielleicht von Julian zurückholen? Locken. Mag ich. Okay, los. Gut, gehen wir mal da oben rum. Sonst quatsche ich noch 5 an und kriege Aufträge, die ich mir nicht merken kann. Ein Glück kann ich ja jetzt den Julian 2-mal anquatschen. Miau. Miau. Obwohl, Theo ist noch... Theo steht noch zwischen mir und Julian, ne? Wenn ich nicht aufpasse, quatscht der mich vorher noch an. Ja, da ist er. Mal sehen, du bist... Nein, sag nichts, Claudi, richtig? Mann, wenn du um diese Nachtzeit unterwegs bist, musst du völlig verpennt haben. Ja, jetzt, ihr habt alle irgendwie denselben Text, ne? Tut mir leid, dass ich mir jetzt unangenehm... Ich habe das gute Stück zwar selber nur ausgeliehen, aber ich habe es trotzdem Katja weiterverliehen. Ich hatte gehofft, sie sofort zurückzukommen, aber dann hatte ich es doch vergessen. Naja, ist auch egal. Ich fürchte, ich muss dich bitten, es bei Katja abzuholen. Vielen Dank. Ja, nochmal. Die Sonne ist fast untergegangen, nicht wahr? Also, was willst du? Ich will was holen. Bist du hier, um das Kinderbuch für Nela abzuholen? Ich habe es nicht vergessen. Ich wollte es eigentlich morgen zurückgeben. Eventuell. Ja, so sieht's aus. Auf geht's. Gut. Ja, okay, quatsch mit dich mal. Hey, du bist Claudi. Hast du den ganzen Tag geschlafen, Baby? Nun, jeder hat seinen eigenen Lebensstil. Der eine ist besser als der andere. Also, was willst du? Kann ich helfen? Genau zur rechten Zeit. Ach nee, da habe ich mich doch schon selber drum gekümmert. Schade, nee, dann habe ich doch keine Arbeit für dich. Was hat denn der da an? Ein Kiwi-Outfit oder so, ne? Oh. Böse Maus. Claudi, meinst du Miss etwa? Es sieht verdammt danach aus. Wenn das nicht der Fall ist, warum begegnen wir uns dann erst so spät als Stunde? Wolltest du etwas? Brauchst du was? Moment, ja, da hätte ich was. Nee, hab mich vertan, tut mir leid, aber ich habe doch nichts zu tun. Sorry, ich habe mich geirrt. Das macht gar nichts. Arme Pinguin. Pinguin ist am Kochen. Blick. Du meine Güte, ich habe mich nicht damit gerechnet, dich so schnell wieder zu sehen. Hallöchen. Brr. Kommen wir doch gleich mal zur Sache. Was kann ich für dich tun? Brr. Ich will was holen. Oh, tut mir leid. Hoffentlich bist du jetzt nicht sauer, aber das Kinderbuch habe ich Carla geliehen. Carla hat mich so lange darum gebeten, dass ich nachgegeben habe. Ich bin ja auch nicht aus Stein. Wenn du dich beschweren möchtest, dann bitte bei Carla. Nur zu. Brr. Ja. Ich meine, die wohnt hier oben, aber bin ich dir nicht heute schon mal begegnet? Nee, ne? Oder? Genau. Claudi, du Schuft, was zum Teufel hast du eigentlich bis jetzt gemacht, Butterli? Ich hatte mich so darauf gefreut, heute Morgen mit dir zu sprechen. Bis ich plötzlich merkte, dass es draußen schon dunkel ist. Und jetzt ist keine Zeit mehr übrig, um zu reden, Butterli.
Was kann ich für dich tun, Butterli? Ich will was holen. Also das Kinderbus, so ist das ist nicht hier, Butterli. Ich hatte es noch bis vor kurzem, aber Bolle hat es mir weggenommen. Unfreundliche Person. Natürlich habe ich es noch nicht wiederbekommen, daher musst du es dir bei Bolle abholen. Yikes. Ah, mit wem gehört denn jetzt was? Nele, okay. Der Pinguin ist immer noch am Kochen. So, du kannst also nicht genug von mir bekommen. Locken! Was ist los? Locken! Oh! Hey, du hast mir mein Kinderbuch zurückgebracht. Wie lieb von dir! Wenn ich gewusst hätte, dass es so einfach ist, hätte ich es selber geholt, Locken. Vielen herzlichen Dank. Hier hast du mein Briefpapier. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich werde dich auch das nächste Mal wieder fragen, wenn ich Hilfe brauche. Schon dreimal gestochen, die Mistviecher. Hallo Claudi, was gibt's? Also, was willst du? Ich will was holen. Hier das Kinderbuch von Jens. Bist du sicher, dass es dir nicht zu viel wird? Danke. So, jetzt wurdest du offiziell beauftragt. Jensi! Jensikowski, wo wieso? Das ist die Lanze. Hier ist er. Hey Claudi. Also was willst du? Lieferung. Sieh mal einer an, mein Kinderbuch. Du hast es schon gut gemacht. Vielleicht hätte ich dich früher fragen sollen. Ich danke dir und ich gebe dir Hui. Auf Sternis, du hast es dir redlich verdient. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Ich danke dir sehr. Wenn ich es selbst gemacht hätte, hätte ich es sicher vergeigt. Ey, Samu, schon wieder so ein Mischvieh. Die sind aber sehr fräsig heute. Was bist du für einer? Ein indigener Hahn, so wie es aussieht. Ach, ist ein Mädchen. Ah, je, ich wusste gar nicht, dass es hier noch jemand zeltet. Wie heißt? Ich heiße Loretta. Ich wollte gerade meinen Schlafsack kriechen und pennen. Beim Zelten wird man so ganz schön schlapp. Noch schlimmer ist aber der ewige Dosenfraß. Ich krieg die Dinger nie auf. Schön. Ich bin so froh, dass du da bist. Ich brauche unbedingt deine Hilfe, Goldi. Ich bin wirklich gerne in der Natur. Ich zelte und wandere gerne und interessiere mich auch für Naturschutz. Weißt du, Goldi, ich finde den Naturschutz und all das sehr wichtig. Deshalb möchte ich allen Campern ans Herz legen, dass sie die Natur schützen sollen. Das heißt, sie sollen keine geschützten Pflanzen pflücken, die Tiere nicht stören und Abfall wieder mitnehmen. Dies ist ein beliebter Zeltplatz. Könntest du es auch den anderen Campern sagen, wenn du sie triffst? Ja, logisch. Wenn ich plane, dann, wenn ich zelte, dann plane ich vorher immer alles ganz genau. Weil ich allerdings leider nie einplane, sind Treffen mit anderen. Du zeltest zwar nicht, aber vielleicht könnten wir trotzdem was zusammen machen. Hast du Lust auf ein Spiel? Na, wie wär's?
Oh, ich glaube, da hätte ich die anderen mal anquatschen müssen, ne? Also, ich meine, ich habe die angequatscht, aber die haben nie mit mir gespielt, glaube ich. Schön, um hier ein bisschen Lagerfeueratmosphäre zu verbreiten, erzähle ich dir jetzt eine Abenteuergeschichte. Manchmal bringe ich beim Erzählen etwas durcheinander, also hab Geduld mit mir. Oh, süß. Wenn du die Geschichte gehört hast, dann musst du raten, wie sie ausgeht. Ich hoffe, ich erinnere mich richtig. Wenn du richtig rätst, bekommst du ein Geschenk. Liegst du falsch, musst du mir etwas abkaufen. Für Arsch viel Geld wahrscheinlich. Bist du einverstanden? Jo, klar. Ich hab dir ja schon erzählt, ich zelte und wandere gerne. Meistens bin ich mit meinen beiden Freunden unterwegs. Das sind der Wolf und der Bär. Sie sind zwar beide nicht ganz so hart im Nehmen wie ich, aber ziemlich cool. Also gut, wir waren beide mal unterwegs. Alles war wie immer, wunderschön und so. Goldie. Nun, wir wanderten mitten im Winter, oder war es Frühling? Also auf jeden Fall lag jede Menge Schnee. Und dann mussten wir einen Fluss über eine Eisbrücke überqueren. Oder war das der Baumstamm? Auf jeden Fall war ich am leichtesten, also musste ich zuerst gehen. Aber die Brücke und der Baumstamm zerbrach. Und ich war total nass, aber ich wollte nicht aufgeben, also stapfte ich weiter durch den tiefen Schnee. Irgendwie landen wir auf der anderen Seite des Berges, ohne es zu merken. Ja, ich glaube, so war's. Also mussten wir zurück über ein riesiges Schneefeld, über das laufend Lawinen abgingen. Das war total gefährlich, aber schließlich schafften wir es tatsächlich auf den Gipfel, Goldie. Meine Frage an dich lautet jetzt, wer war zuerst auf dem Gipfel? Du vermutlich, oder? Du glaubst, ich war das? Ach nee, du bist so... Weißt du was, ich glaube, du liegst richtig. Ich glaube, du hast gewonnen. Das heißt, ich muss dir jetzt was geben, oder? Okay, ich gebe dir jetzt etwas. Ich glaube, der Bär und der Wolf waren nicht so bescheuert, überhaupt auf den Gipfel steigen zu wollen, oder? Sorry. Aber so wie in Deep Blue Sea, als der eine Typ zu dem anderen Typ sagte, es gibt andere Methoden, sich umzubringen, als mit irgendeiner Bande von Bergsteigern auf einen Gipfel zu klettern. Auf irgendeinen 3000er zu steigen. Als hättest du nichts Besseres zu tun, sozusagen. Okay, ich gebe dir jetzt etwas. Zumindest hat es mir Spaß gemacht, dir die Geschichte zu erzählen. Was hast du mir denn gegeben? War das jetzt? Der Royalteppich? Ich denke, ne? Jo. Okay. Was zur Hölle war das gerade eben? Es war schön schräg. Und das Hühnchen sieht einfach nur rattenscharf aus, ne? Ja, hier kann ja auch keiner mehr sein. Hier wohnt ja nur Susi und Lana, ne? Die waren ja, alle beide waren die ja schon da unten irgendwo zu Gang und haben die Leute deprimiert. Haben ihre Nachbarn zum Stinken gebracht. Man sah so richtig die Rauchschwaden aus dem Kopf rausmüpfeln. So, hier ist auch keiner mehr. Die Carola ist ja auch schon, ne? Hat aufgegeben, das arme Ding. Wollte nicht länger von mir ignoriert werden, da hat sie gedenkt. Hat sie gedacht, nee, komm, lass mal. Hat sie gedenkt. Hat sie gemeint und gedenkt. Sie dachte und meinte. Kam zu dem Schluss. Vermüllte von ihr war ich noch nicht. So. Oh Gott. So, was haben wir hier? Ein Kaffeespender. Okay. Oh. Die anderen, die kann ich ja nicht anquatschen wegen dem Job dann, ne?
Obwohl, es ist eigentlich nur noch der Adrian übrig, oder? Ja, ich glaube, der Adrian ist der letzte, den ich noch hab. Den ich überhaupt wegen Arbeit anquatschen kann. Oh, da wird wohl irgendjemand den Ball ins Wasser gekippt haben, weil dieser Ball sieht anders aus. Der letzte Ball war, glaube ich, so ein Volleyball, so ein hellblauer. So, was ist das hier? Weg damit, weg damit, weg damit, weg, 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 weg. Weg. Ja, wenn ich heute zur Bank gehe, zur Post gehe, muss ich gleich auch noch zur Bank. Das ist ein bisschen ungünstig, dass das hier dann nicht so 99.999 tralala Säcke eben rausgeht. Das wäre ein bisschen handlicher, finde ich. Aber wo? Zu viel ist zu viel, egal wie. Nee, ich glaube, Mike habe ich auch noch nicht gesprochen. Hey, du bist Claudi. Hast du den ganzen Tag geschlafen? Chirp. Nun, jeder hat seinen eigenen Lebensstil. Der eine ist besser als der andere. Chirp. Also dann, chirp. Was für dich hier? Kann ich helfen? Wie? Okay, hör zu. Du musst Standewede zu Katja flitzen. Dort findest du eine Armbanduhr. Gehört natürlich mir. Ist schon seit einiger Zeit verliehen. Das kenne ich. Ich bringe sie gleich zurück. 2 Jahre später. Nichts. Einfach lachhaft. Je länger ich schon nachdenke, umso mehr rege ich mich auf. Könntest du sie mit mich holen? Ja, ja, klappt schon. So, jetzt wurdest du offiziell beauftragt. Tschüss. So, falsche Richtung, ich weiß. Ah, er ist wichtiger. Hallöchen, einen schönen Abend wünsche ich dir. Hör zu, mir ist eben was eingefallen. Es ist wichtig, dass du ab und zu deinen Kopf einsetzt. Aber ich bin vermutlich verloren. Hey, sag mal, was kann ich für dich tun? Kann ich dir helfen? Oh ja, da hätte ich eine Kleinigkeit für dich zu tun. Ich habe Larissa neulich eine Armbanduhr geliehen. Spitzname steht BC, weil Larissa immer alles mobst. Ich habe nur leider zu viel zu tun, um mich darum zu kümmern. Könntest du sie für mich abholen? Hast du das? Denk schon. Genau, so ist es. Darum geht's. Lass mich nicht hängen. Ist witzig, ne? Die ersten 50 Leute, die wollten mit mir irgendwie nichts aushandeln. Und dann die nächsten 80, die sagen dann, ja, ja, ich hab was. Ja, zum Glück habe ich schon alle anderen jetzt erledigt. Außer halt der in der anderen Stadt, klar. Ach ja, Claudia, es ist schon ziemlich dunkel. Brr, ja, in der Tat. Genug geschwatzt, brauchst du irgendwas? Ich will was holen. Hier ist die Armbanduhr von Mike. Passt gut drauf auf. Ich weiß, dass ich sie eher hätte zurückgeben sollen. Ich hoffe, du lässt dir eine gute Entschuldigung für mich einfallen. Das ist mit dem Wurscht. Ist dem Wurscht, warum Hauptsache er kriegt sein Zeug wieder. Also gehört, was getan werden muss? Auf geht's. Hey, jetzt aber du schon wieder. Chirp. Also dann, chirp. Was für dich, ja? Lieferung. Oh, oh. Ich hab sie endlich wieder. Meine Armbanduhr ist endlich wieder da. Ich glaube, dafür schulde ich dir einen Gefallen. Vielen Dank. Da ich nichts schuldig bleiben möchte, gebe ich dir dieses Outfit. Ich habe es noch nicht einmal anprobiert. Es ist nagelneu. Chirp. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Wenn ich mal wieder Arbeit habe, sehe ich zu, dass du sie erledigst. So, wer war das hier nochmal? Achso, das war ja Niki. Larissa war es. Larissa Stipizi, genau. Larissa AK Stipizi. 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 Stabil. Was bist denn du für ein komischer Fisch? Du hast so eine komische Form irgendwie. Das war flott. Oh, okay. Hab ich mich gedasht.
die Sonne ist bereits untergegangen, oder? Also, Claudia, was willst du? Ich will was holen. Ich weiß, ich hätte es nicht tun sollen, aber ich habe Lana das gute Stück geliehen, als ich genug davon hatte. Die steht da. War das unhöflich? Schon, oder? Könntest du das Teil bei Lana abholen? Ach. Schöner Energiestück. Claudia, was gibt's, Bibbe? Genug geschwatzt. Brauchst du irgendwas von mir, Bibbe? Ich will was holen. Du kommst, um die Armbanduhr zu holen. Oh je, Bibbe. Wie soll ich das erklären? Susi hat sie. Tut mir leid, aber du könntest mit Susi reden. Anders geht's, glaube ich, nicht, Bibbe. Oh, das wird jetzt schwierig. Ich hoffe, die ist noch da oben beim Roland. Und deprimiert ein bisschen den armen Pinguin, weil wenn die so an die Klippenbewohner, wenn die irgendwie so ganz merkwürdig plötzlich weg von ihrer eigenen Landebene sind, dann kann das sehr gut sein, dass die in einem Wimpernschlag später doch wieder woanders sind. Da. Ah, super. Er hat den Gefallen erwidert und hat sie jetzt deprimiert. Das ist sehr schön. Bitte lass mich in Ruhe, es müsste jetzt nicht so unterhalten, Bibbe. Stell dich nicht so an. Sieht aus, als hättest du keinen Katalysator. Das halt ist nicht lange aus, Baby. Ich kann nicht so lange traurig sein. Dann denke ich einfach an etwas Lustiges. Und schon wieder lache ich wieder. Das ist das Geheimnis. Ich muss sagen, mir geht es schon viel besser. Ich glaube, ich bin wieder völlig in Ordnung. Wunderbar. So, du kannst also nicht genug von mir bekommen, hm? Was ist los? Ich will was holen. Die Armbanduhr, das olle Ding willst du haben, Baby. Du bist ja völlig verrückt. Alles für dich. Ich habe sie Nele gegeben. Ich habe doch keine Ahnung, wo sie jetzt ist. Ich verstehe ja, dass du genervt bist, aber du musst trotzdem zu Nele gehen, um sie abzuholen. So, ihr zwei könnt euch jetzt gegenseitig ein bisschen deprimieren. Da, komm. Ihr zwei, komm. Was hat denn gesagt? Ei, Karamba. So, Nele, Butter bei den Fisch. Claudi, ich freue mich, dich an einem so schönen Abend wiederzusehen. Locken. Was ist los? Ich will was holen. Hey, ich will ja nicht nerven, aber könntest du das hier für mich zurückbringen? Das wäre eine große Hilfe. Ich hoffe, Adrian ist nicht sauer auf mich, weil ich das Ding so lange bei mir hatte. Macht doch nichts, oder? Der weiß das gar nicht. Okay, toll, cool. Auf geht's. Ich sage mal. 1 Milliarde Mal nochmal von den Viechern da gestochen werden, ne? Voll krass heute Abend. Voll krass. Das war wahrscheinlich, weil es gestern geregnet hat, ne? Deswegen gab es auch so viel Geroiden. Und da sind dann die Viecher anscheinend sehr dreist und zuhauf vorhanden. Normalerweise, es ist ja jetzt erst 17 Uhr, ne? Normalerweise ist es doch gar nicht so schlimm um die Uhrzeit mit den Viechern. Ach Gottchen, bist du auch schlecht drauf. Du siehst immer so glücklich aus. Ich bin aber mies gelaunt. Ich denke, ich bin der ganz traurigste Typ in ganz Utgard. Wenn ich mir aber dein dummes Grinsen ansehe, fühle ich mich viel besser, denke ich. Sehr schön, dass ich helfen konnte. Hey, es ist ziemlich dunkel geworden, nicht wahr? Entweder das oder meine Augen spinnen. Egal, du willst doch sicher irgendwas, oder? Warum geht's? Lieferung!
Mann, das ist meine Armbanduhr. Ich bin so begeistert, dass du sie mir zurückgebracht hast. Vielen Dank. Jetzt kommen wir zur Belohnung. Was hältst du von Haufenbatzen, Sternis? Vielen Dank nochmal. Mensch, du hast mir echt geholfen. Ich hoffe, ich kann da auch in Zukunft auf dich sehen. Logo. Eigentlich könnte ich ja die Knete für morgen behalten, ne? Dass ich vielleicht mal wieder Rüben kaufe. Andererseits, nö. Also hier gibt es auf jeden Fall irgendwelche Belohnungen, je nachdem, welchen Betrag man auf dem Konto erreicht hat. Welchen Betrag man gespeichert hat. Ich bin mir relativ sicher, dass man nicht mehr als 999.999... Nee, Blödsinn, das stimmt gar nicht. Ich habe ja schon 1 Million. Also wahrscheinlich 999 Millionen. Aber, ne? Wie soll das bitte schön funktionieren? Damit habe ich ja schon ein Problem im New Horizons gehabt, so hoch zu kommen. Ich bin bei um die 80 Millionen im Moment. Und das auch nur, weil ich jede Menge Leute im Forum hatte, wo wir uns gegenseitig geholfen haben, mit richtig fetten Preisen. Und ansonsten wird das halt nur durch Cheaten erreicht. Und da habe ich keinen Bock drauf. Es ist ja jetzt nicht so, dass das Item, das man bekommt bei einem bestimmten Betrag von 999 Millionen lalala, so geil wäre. Also wirklich nicht. So. Öko-Outfit lila. Wem könnte ich denn das schenken? Obwohl, Katja wird es bestimmt gut stehen. Die ist grau, da passt lila eigentlich ganz gut. Ups, nee. Ja gut, okay. Das ist Museum, sei es rum. Gras-Outfit. Obwohl, eigentlich könnte ich es Lana schenken. Ich glaube, ich habe zwar Lana jetzt schon den letzten Brief geschickt. Ich glaube, bei Theo wäre es dann jetzt weitergegangen mit neuen Briefen. Aber ist ja jetzt nicht so schlimm. Die ist ja sowieso so ein bisschen etepetete. Die mag das bestimmt, wenn ich sie ja so ein wirklich besonderes Outfit schenke. Bisschen Briefe geschrieben und dann werde ich wieder stoppen, beziehungsweise noch ein bisschen das Konto auffüllen. Ansonsten, Tschüssikowski!